Auf geht's zum Klickertraining mit dem Target-Stick in 7 Schritten. Im 3. Schritt soll Ihre Katze lernen, den Target-Stick anzustupsen, auch wenn sie nicht durch das Bewegen des Sticks auf ihn aufmerksam gemacht wird. Halten Sie den Target-Stick nach dem Klick und während Ihre Katze frisst, ruhig an Ort und Stelle und beobachten Sie, ob sie sich ihm von alleine wieder zuwendet und ihn erneut berührt. Tut sie das, wird natürlich sofort wieder geklickt und Ihre Katze hat sich das nächste Leckerchen verdient. Falls Ihre Katze doch einmal abgelenkt wird oder nachdenken muss, bevor sie wieder an den Target-Stick stupst, warten Sie ruhig ab und geben ihr die benötigte Zeit. Hören Sie auf, wenn Ihre Katze 3 oder 4 Wiederholungen geschafft hat. Nach mehreren Trainingseinheiten werden Sie feststellen, dass Ihre Katze nach dem Fressen ihres Leckerchens zügig und ohne langes Nachdenken wieder an den Stick stupsen wird, um das nächste zu bekommen. Zeigt sie dieses Verhalten zuverlässig, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.